Hallo, liebe Löwen, ich begrüße euch recht herzlich hier bei Löwenherz Lernemore zu eurem Sternzeichen-Orakel für den Juli 2021. Ja, herzlich willkommen an alle, die diesen Kanal jetzt neu entdeckt haben und natürlich auch an meine Abonnenten. Und ja, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und kurz, der das noch nicht kennt, also ich lege dabei den Sternzeug. Zeichenorakel, die Karten immer vorab und damit das nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen und geht dann mit euch gemeinsam in die Deutung. Sind hier 9 Lenormand-Karten, lege ich immer. Es kristallisiert sich dann meistens ein Hauptthema heraus. Ich fasse die Energien hier auf, kläre dann nochmal mit den Tarots und zum Schluss ziehe ich nochmal eine Zeitkarte. Jo, dann fangen wir gleich mal an. Ich werde die Klangschale hier anschlagen und dann gehe ich gleich für euch in die Deutung. Schwingt euch hier ein bisschen ein auf das Blatt. So, meine lieben Löwen, ja, es ist ein ganz interessantes Reading heute bei euch geworden. Genau, also es geht hier darum, in der Mitte ist einmal das Schiff gefallen, steht für Sehnsucht, fürs Langsame, ja, vielleicht nicht richtig vorankommen, aber für mich steht es hier primär für euch im Monat Juli für eine Sehnsucht und zwar nach Frieden, nach Harmonie, hier sind die Lilien gefallen. Die Karte steht natürlich auch für sexuelle Anziehung, kann natürlich auch sein, diese Sehnsucht, aber in diesem Kontext sehe ich einfach so, dass ihr einfach Sehnsucht habt nach friedlichen Zeiten, auch vielleicht in der Familie Harmonie haben möchtet, weil es hier sehr stressig für euch gerade ist im Monat Juli, vielleicht auch schon die ganze Zeit. Vorab sehe ich hier nämlich die Schlange, der Turm und die Wolken. Ihr macht euch Gedanken. Nicht, die Gedanken sind nicht klar. Ihr überlegt vielleicht, euch zu trennen von einer Person. Ganz einfach aus dem Grund, da haben wir es nämlich hier, die 10 der Stäbe, die Klärung. Ihr habt das Gefühl, ihr müsst hier alles alleine machen. Ihr seht hier diesen Mann, der diese Stäbe hat, trägt und einfach überlastet ist. Für mich ist das diese klassische Überlastungskarte. Ihr seid hier überlastet, habt Stress und sehnt euch wirklich nach Harmonie, nach Frieden, nach Ruhe wahrscheinlich und denkt ernsthaft drüber nach, euch von jemandem zu trennen, um wieder einfach mal zur Ruhe zu kommen. Ja, ich weiß nicht, müsst ihr immer schauen, in welcher Situation ihr jetzt steckt, mit welcher Person ihr oder mit welchen Personen ihr das zu tun habt. Ich habe natürlich geklärt, diese Sehnsucht nach dem Frieden oder nach harmonischen Zeiten, was oder was dieser Stress ist und da sind einmal gefallen. 3 der Münzen, wenn ihr für Sternzeichen schaut, Stier, Steinbock, Jungfrau, eine Erdkarte. Und hier geht es darum, dass man sich da wirklich bewusst darüber wird, dass man hier konstruktiv was verändern kann. Ihr seht hier für mich diese, ich sage mal, die Architektenkarte. Hier plant man, gemeinsam plant man das konstruktiv. Wie man was baut, wie man ein Fundament baut, wie man eine Situation konstruktiv besser gestalten kann, um aus diesem Stress hier rauszukommen. Und dann ist die Mäßigkeit gefallen. Eine große Arkana-Karte und Mäßigkeit ist ja Sternzeichen Schütze. Wenn ihr das, aber für mich steht das halt für das 9. Haus, das ist Jupiter zugehörig und Jupiter ist ja immer der Planet. Man sagt immer der Glücksplanet, aber auch dieser Planet der Expansion und diese Mäßigkeit heißt für mich, es gibt für mich, es gibt ganz viele Möglichkeiten, nicht nur auf der 3D-Ebene was zu verändern. Und dafür spricht, Entschuldigung, ich zappel hier mein und her, dafür spricht eben Jupiter auch für mich. Man muss weiter, ne? Es ist dieses, man über Grenzen gehen. Ne? Es gibt nicht nur das und das und sondern es gibt mehr Möglichkeiten, um was zu verändern. Und da werdet ihr aufgefordert, im Monat Juli konstruktiv an etwas zu arbeiten und
alle Möglichkeiten in Betracht ziehen, um eine Situation zu verändern und auch die Möglichkeiten. Vielleicht habt ihr das immer auf eine Art und Weise versucht und es hat nie funktioniert. Ihr seid ihr immer bei den Zähnen stehen geblieben und jetzt habt ihr irgendwie die Schnauze voll, sage ich es mal so. Dieser Stress, ihr wollt das nicht mehr, habt diese Sehnsucht und ihr werdet dazu aufgefordert, es anders zu tun. Also andere Möglichkeiten in Betracht zu ziehen. Konstruktiv an was zu arbeiten, euch nicht stressen zu lassen, euch auch vielleicht nicht so aufzuregen. Löwen, weiß ich, bin ja selbst einer, neigen auch dazu, dann wirklich in die Luft zu gehen. Und ja, wenn die auf den Tisch hauen, hauen sie auf den Tisch. Ihr werdet da in diesem Monat aufgefordert, es nicht so zu tun wie bisher, sondern andere Möglichkeiten in Betracht zu ziehen und konstruktiv an diesem Problem zu arbeiten, um euch selbst aus diesem Zehnerstäbemodus, aus diesem Belastungsmodus herauszuholen. Und ich habe hier weitergelegt. Also ich finde die Legung hier wirklich sehr interessant, weil sie auch so eine Lösungsmöglichkeit auch anbietet. Und ich finde das sehr gut, also die Mäßigkeit mal wirklich, wenn man das immer so versucht hat, 10.000 Mal und es hat nichts genützt, das mal wirklich anders zu machen. Ja, dann haben wir hier einmal in der unteren Reihe, ich denke mal, das seid ihr als Person. Und dann haben wir den Hund und die Sense. So, und es wird passieren, dass plötzlich jemand kommt, denke ich mal, der euch unterstützt, der einfach auftaucht und freundschaftlich auf euch zukommt. Vielleicht seid ihr jetzt auch jemand, der jetzt sagt, ey, ich mache es anders mit den Personen oder mit der Person, sondern geh freundschaftlich, loyal auf den zu. Versucht den so zu unterstützen, um meine Situation hier zu verändern. Oder euer Gegenüber kommt plötzlich so auf euch zu und verändert damit die Situation. Ihr müsst mal schauen, es ist ja auch immer wie innen so außen. Und wenn ihr eure Strategie hier mal ändert, dass euer Gegenüber denn euch das spiegelt und auch so sein Verhalten verändert, das ist sehr gut möglich. Und ich sehe jetzt hier den Herrscher, der ist gefallen, und König der Schwerter. So, sehr interessant. Es geht hier um Strukturen. Der Herrscher, ja, das ist Sternzeichen Widder auch, ne? Für mich der eine große Arkana-Karte und der Herrscher hat alle, muss man sich auch nochmal klar machen, alle Könige vereint. Also alle Eigenschaften der Könige hat er in sich. Es ist für mich der oder der Typ, der Archetyp eigentlich, der diese Struktur hat und auch der diese Elemente alle beherrscht und der jetzt auf den Tisch schaut und sagt, so geht das und nicht anders, der auch diese Autorität hat. Und hier geht es meiner Meinung nach wirklich auch um Strukturen klar festzulegen. Es geht ja um Strukturen, um Klarheit, was klar gemacht wird. Und dann ist König der Schwerter gefallen, klare Aspekte, klare Ansagen zu bringen oder zu machen. Und der Rat des Universums ist hier tatsächlich auch, euch nicht aufzuregen, sondern wirklich mehr klar zu sagen und klare Strukturen hier reinzubringen, um nicht und nicht in diesen Erschöpfungsmodus letztendlich zu fallen, wo ihr dann ja auch reinfallt, wenn ihr das so mit euch machen lasst oder wenn sich da nichts ändert. Ja, aber es wird hier plötzlich, entweder bekommt ihr eine Unterstützung oder ihr, wie gesagt, spiegelt eurem Gegenüber das, indem ihr selbst eure Verhaltensweisen ändert und für eine freundschaftliche Atmosphäre sorgt, aber auch für eine wirklich absolute Klarheit. Und das wird auch für euch möglich sein. Also Herrscher ist Widder, Mäßigkeit ist Schütze, aber als Energie, ne? Ich sehe das tatsächlich als Energie.
Und das wird euch im Monat Juli begleiten, denke ich mal, diese Energien. Das Thema ist jetzt kein Liebesthema, ist ja aber auch nicht immer so. Man hat ja auch noch andere Dinge, auf die man sich, die man im Leben hat. Und vielleicht geht es ja auch um euren Gegenüber, wo ihr euch da so, ja, schon wirklich hier in diesem Modus befindet und wo ihr dafür sorgen müsst, dass sich was ändert. Und wie gesagt, nochmal die Aufforderung vom Universum hier als Herrscher aufzutreten und für diese Klarheit zu sorgen. Und das könnt ihr auch. Das können Löwen auch. Widder ist auch Feuerelement und das schaffen Löwen auch. Ich werde jetzt mal eine Zeitkarte legen. Hier sind sie. Wann wird das denn hier passieren, dass diese Wandlung hier kommt, dass hier plötzlich jemand auftaucht oder plötzlich diese Energie, diese freundschaftliche Energie stattfindet, dass man auf diesen Herrscher, dass man wirklich dass man das auch alles im Griff hat. Das heißt auch, man beherrscht diese Situation. Ja, wann wird dieser Moment sein, wo ihr diese Situation wieder voll im Griff habt und beherrscht? Eine Inspiration, eine Zeitkarte für den Herrscher, bitte. Eine Zeitkarte für den Herrscher. Nee, das sind hier zu viele, das sind vier. Mal eine Zeitkarte für den Herrscher. Wann wird, sind die hier mehr umgedreht? Wann wird der Löwe die Situation wieder so im Griff haben? Ja, da ist sie gesprungen, wo ich sagte, der Löwe im Griff haben. Ja, prima. Es ist alles im Fluss. 8 Tage, 8 Wochen, 8. Das wäre ja dann zu eurem Geburtstag im August. Ist auch die Sonnenendlichkeitszeit, ist sogar euer Zeichen, hier die Sonne. Es ist alles im Fluss, 8 Tage, 8 Wochen. Ich denke mal, dass die Situation im Juli euch noch verfolgen oder verfolgen wird, dass ihr da noch drin seid. Ja, jetzt haben wir den 29. Juni, glaube ich. Ich glaube nicht, dass das. Ich denke mal, dass das im Juli dann anfängt und bis zu 8 Wochen. Und ja, dann ist es ja dann auch. Ja, August, September, dass ihr da wieder wirklich die Lage hier völlig im Griff habt. Was sehe ich noch auf der Karte? Ist immer ganz spannend, ja. Das ist euer Zeichen, Löwezeichen, Sonne, 8. Ja, lasst die mal auf euch wirken. Vielleicht ja auch am 8. August, 8. Juli, dass das anfängt, damit, dass ihr euch da klar darüber werdet, dass ihr mal die Dinge anders machen müsst, um aus diesem Zehn-Stäbe-Modus, aus diesem Erschöpfungsmodus sozusagen rauszukommen und dass dieser Prozess dann, wenn ihr der Herrscher wieder seid, dass das dann im August so sein wird, denke ich. Gut, meine lieben Löwen, lasst euch nicht stressen im Juli, genießt die Zeit trotzdem und denkt dran, das Ende ist auch dann in Sicht. Ihr werdet das im Griff wieder bekommen und ja, lasst euch einfach nicht so stressen und denkt dran, es anders zu machen, euch nicht aufzuregen, sondern es mal auf eine andere Art und Weise zu regeln. Gut, dann sage ich herzlichen Dank fürs Zuschauen. Freue mich natürlich wieder über Abos, Likes und Kommentare. Und wenn ihr ein persönliches Reading habt, schreibt mich gerne an. Meine Homepage ist gerade noch in der Mache. Es dauert etwas länger. Ich lasse das auch machen. Und deswegen habe ich das jetzt nicht so im Einfluss. Es soll auch alles gut werden. Und ja, mit den Terminen könnt ihr dann da buchen direkt. Dann ist das einfacher. Jetzt müsst ihr mich noch anschreiben. Und dann schreibe ich euch zurück. Und dann finden wir schon einen Termin. Bis dahin sage ich, macht's gut. Euer Löwenherz.